Freunde, eine Sache möchte ich aber sehr gerne vom Herzen loswerden, bevor ich das Video jetzt hier anfange. Ich kriege sehr viele Nachrichten wegen meinem 520. Bro, was hast du gegen meinen 520? Lass doch mein Auto in Ruhe. Lass mich und mein Auto doch einfach in Ruhe. Wenn ich da viel Zeit reinstecke, wenn ich viel Liebe reinstecke, wenn ich viel investiere in das Auto, das ist doch mein Ding, ob das ein 520 oder ein 550. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man die Meinung und so sagt. Ne? Im Gegenteil, Freunde, schießt los, macht eure Kritik und alles. Ich rede jetzt nur von den Leuten, die das haten. Und das sind nicht meine aus meiner Community, das sind meistens die Leute, die von irgendwo rauskommen, ja, aus irgendeinem Loch. Auf YouTube ist das ja sowieso schon bekannt, dass da immer irgendwelche Tastaturgangster unterwegs sind. Man spricht schon keine Luft. Und dass sie immer ihre Senf abgeben müssen. Das ist keine Meinung, das ist keine Kritik, das ist einfach nur Hate. Und ich krieg da Nachrichten, ey, wie würde ich niemals investieren in einen 520 Schrott, wenig Leistung, wenig PS. Freunde, also die das Video jetzt sehen und das, lasst einfach die Menschen bitte in Ruhe. Wenn die irgendeine Leidenschaft haben und eine Liebe zu irgendeinem Bezug zu irgendetwas, egal ob es ein Opel Corsa ist, ein Golf GTI, was weiß ich, ob das ein Roller ist oder irgendwas, ist doch scheißegal, lasst die Menschen in Ruhe. Bro, lasst die einfach ihr Leben leben. Deswegen, Freunde, hört auf niemanden, macht euer Ding. Ob ihr einen 520 habt, 550, M5, M6, mit dem kleinsten PS, was auch immer, wenn ihr dazu Liebe habt und ihr sagt, ey, ist mein Herz, mein Schatzi, dann macht das und hört auf niemanden. Vertraut mir. So, das war kurz ein kleiner Message an alle da draußen. An der Stelle auch schöne Grüße an alle, die das Video hier gucken und sich von meinen Videos auch immer inspirieren lassen und mich feiern und mein Content feiern und mir täglich Nachrichten schreiben. So, wir gucken uns jetzt mal das schöne Ding an, was ich da überhaupt gekauft habe. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Ich bin jetzt auch allein. Ich habe leider keine Hilfe hier. Aber ich versuche das euch trotzdem irgendwie zu zeigen. Irgendwie kriege ich das hin. Irgendwie kriege ich das schon hin. Und zwar habe ich hier einen Diffuser gekauft. Geil. Einfach einen Diffuser, Bruder. Ich habe mir gestern einen Diffuser bestellt, beziehungsweise gekauft. Der ist gestern angekommen. Zieht euch das mal rein. Das sieht so nice aus, ne? Ey, ich habe mich wieder einfach selber wieder glücklich gemacht. Da gab es so viele Diffuser, ne, zum Auswahl, aber der hat mir das irgendwie richtig angetan. Ich habe mir so den Kopf zerbrochen, dass ich den bekomme und dass ich mir, dass ich eine Entscheidung treffe, welchen Diffuser soll ich den verpassen? Und ich habe mich dann halt für den entschieden. Aktuell hat er ja hier den ganz normalen und ich will den ja jetzt hier umändern wieder mit dem hier. Genau, wartet mal. Bevor ich jetzt irgendwas sage, wir werden das mal versuchen drauf zu tun. So, ich habe jetzt meine gefälschte Louis Vuitton-Tasche dahin getan, ja, die frisch aus Türkei vom türkischen Bazar. Lieber geht die kaputt statt das hier. Und ich versuche das jetzt hier irgendwie kurz mal so grob dran zu halten, dass das irgendwie hält einigermaßen. Dann will ich mal den von Weitem sehen, weil ich habe das noch selber gar nicht gesehen. Ich bin auch mal gespannt. Ich müsste normalerweise eine Unterstützung haben, aber es ist weit und breit niemand, der mich hier unterstützen kann. Ja, wo sind denn die Leute, wenn man die braucht? Aber wenn es um Fahren geht, ja, sitzt die hinten bei mir immer, ne? Sitzt hier. Aber wo seid ihr denn, wenn ich euch brauche, meine? Wo ist mein Bruder wieder? Der ist wieder nicht da. Wo ist mein Cousin? Der ist auch nicht da. Ich bin komplett allein auf mich alleine gestellt. Ey, Jungs, wenn ihr das Video hier seht, ne? Ihr kommt ab plötzlich mal in mein Auto rein. Genau immer, wenn ich euch brauche, seid ihr nicht da. Puh. Wir gucken uns das schnell mal gemeinsam an. Also, es sieht auf jeden Fall brutal aus. Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen. Natürlich sitzt jetzt schief, sitzt nicht richtig, aber das ist ja gerade nur, dass wir das so uns gleich mal ein bisschen vorstellen können, bevor wir das gleich dran machen, damit die Spannung schön groß ist. Und es sieht auf jeden Fall sehr wild aus. Es sieht sehr, sehr wild aus. Ich bin mal gespannt, wie das gleich aussehen wird. Gucken wir uns das mal ein bisschen vom Weiten an. Hier schön mit diesen Kanten kommen sehr geil zur Geltung. Mit den komischen, ja, wie soll man das jetzt hier nennen? Hier diese Zickzack, sage ich mal. Sieht auf jeden Fall richtig böse aus. Mit den Endrohren gleich noch. Bin ich mir auch mal gespannt, wie das Ganze sitzen wird. Die Farbe lasse ich auch so, die lackiere ich nicht, damit das schön zur Geltung kommt. Das ist ein Seidenmatt-Schwarz, glaube ich. Das werde ich so lassen, das werde ich nicht lackieren in meiner Wagenfarbe, weil sonst verliert das die Geltung und dann taucht das ein bisschen weg. Deswegen lasse ich die Farbe jetzt so. Gut, ey, das sieht geil aus. Freunde, sagt mal eure Meinung. Was denkt ihr, wird das knallen oder wird das knallen? Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Wenn ihr mal guckt, der ist ja gerade aktuell so. Also da ist wirklich gar nichts. Da ist gar keine Kante, da ist einfach nichts. Bruder, da ist einfach nichts. Und wenn ihr mal diesen Unterschied jetzt mal seht mit diesen fetten Kanten. Das Geile an diesem Diffuser ist noch, guck mal, hier ist ja die linke Seite. Und ihr könnt sogar hier raus einfach einen M5-Look machen. Ihr könnt das hier einfach abklipsen, also man sieht das hier. Dann könnt ihr auch einen M5-Look daraus machen. Das werde ich auch machen, aber dazu werde ich euch später erstmal was sagen, wenn wir das drauf haben. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende vom Video dran. Puh. Freunde, ich werde den dann genau so weiterfahren erstmal, ja, dass er nur zwei Endrohre links hat. Ich werde dann zweimal 90 mm machen auf der linken Seite, bis ich mir eine neue Anlage gekauft habe. Wenn ich mir eine neue Anlage gekauft habe,
Dann werde ich einen M5-Look machen. Dann kommt auf die rechte Seite auch zwei dicke Endrohre. Und dann werden das 4x90 mm. Wie findet ihr die Idee? Schreibt das mal gerne in die Kommentare. Soll ich ihn lieber auf 2 Endrohre lassen? Soll ich ihn auf 4 machen? Was meint ihr halt mit der Breite? Also ich will auf jeden Fall 90 mm machen. Das werde ich auch machen. Aktuell habe ich keine Ahnung, ob das sind 73 mm, 74, 76, weiß ich nicht. Hat der Vorbesitzer so gehabt. Und 90 mm sind solche Dinge. Ich habe zu dem Typen gesagt, ich will unbedingt meine Faust da reinstecken können, in die Endrohre rein. Und der meinte, kein Problem, genau das können wir machen. Dann kannst du deine Faust genau saftig in die Endrohre reinstecken. So, Friends, das Auto ist jetzt oben auf der Hebebühne. So, wir machen jetzt hier den Diffuser. Der müsste eigentlich nicht so schwer sein. Der ist nur eigentlich angeklipst. Freunde, wir haben das jetzt einfach so schnell abbekommen, ohne dass wir die Stoßstange, Ich würde mal sagen, ne? Ja. Eine Ewigkeit später. Freunde, wir haben das jetzt hier drauf gemacht. Wir sind jetzt die Schrauben und sowas hier alles am Fest am Schrauben hier. Das sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Ich bin gleich gespannt, wenn der unten ist. Das sieht jetzt schon, also meiner Meinung nach, Endstufe. Hier ist das alte. Sieht richtig lost aus, wenn man das mal einmal anguckt. Keine Ahnung, sieht irgendwie langweilig aus. Was meinst du, Baba? Deine Meinung dazu? Meine Meinung ist nicht gut, Olaf. Ist nicht gut. Ja, die brauchst du ja sowieso gar nicht mehr zu fragen. Ja. Bei dir ist jedes Mal egal, was man kauft. Immer auf Bühne, Olem. Er ist doch, BMW bringt mich Werkstatt. Das ist Zeit, Olem, Zeit für uns. BMW bringt mich Werkstatt oder nicht? Immer, wir fahren alle BMW. Immer umsonst geht nicht, Olem. Du kaufst Sachen und dann lässt du uns hier umsonst machen, geht nicht. Egal, Essen geht heute auf meinen Nacken. Was? Essen geht auf deinen Nacken. Heute Essen auf meinen Nacken. Lass mich kommen. Ja, ey, esst du nur auf eure Nacken, habe ich gesagt. Ich habe mich da gerade die ganze Familie versenkt. So, jetzt sieht man das richtig gut. Also wie gesagt, hier das Plastik, das kann man abmachen. Habe ich euch eben gezeigt. Dann kann man hier Duplex machen. Das werde ich ja auf jeden Fall hundertprozentig machen, aber erst später. Wir haben jetzt das Problem. Ich glaube, mein Endschalldämpfer ist einfach zu kurz. Also der ist wirklich drinnen. Zieht euch das mal rein. Müssen wir mal gleich gucken, wenn das Auto unten ist. Aber das werde ich ja jetzt sowieso auch die Tage machen. Ich lasse das auf jeden Fall rauskommen, dass das ein bisschen absteht und nicht versetzt. Wir sind ja gerade versetzt hier. Wir werden das Ganze gerade machen, dass die dann halt rauskommen um 290 und dann wird das schon ganz anders aussehen. Boah, komm endlich runter, ich will dich jetzt endlich unten sehen. Damit das Ganze ein bisschen besser aussieht, anstatt dass da so ein... Aber gerade, ne? Du musst genau gerade. So? Ja, ja, genau. Ein bisschen noch nach links. So? Rechts, rechts meine ich. Ach so. Rechts, rechts, so. Ja, genau. Perfekt, perfekt. Ja, sieht doch viel besser aus jetzt. Ja, sieht doch gut aus, ne? Sieht auf jeden Fall fresh aus hier von Lerium. Keine Ahnung, was für ein Hersteller das ist, aber es ist auf jeden Fall Lerium. Kenne ich auch nicht. Aber gut. So, Freunde, das Auto ist jetzt hier fertig. Wir lassen das mal jetzt runter. Ich bin mal gespannt jetzt. So, ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, das sieht gut aus, weil wenn das scheiße aussieht, habe ich wieder den Salat. Oh, das ist Gewöhnungssache auf jeden Fall. Ist es gut? Nein, nicht gut. Fandest du das alte besser? Ja. Doch, ich finde irgendwie, das Heck sieht jetzt irgendwie viel fetter aus. Was meinst du? Auspuff, ey. Muss doch wohl nicht. Auspuff muss auf jeden Fall, ne? Boah, das Heck sieht auf jeden Fall schon brutal und asozial aus, ne? Endrohre, sieht man, sind auf jeden Fall viel zu tief drinnen, Bruder. Die sind viel zu tief drin. Boah, die sind schon weg. Die sind sogar weg, die Endrohre. So, Freunde, ich habe jetzt schnell mal den Spot gewechselt. Ich bin wieder da, wo wir das Video angefangen haben. Die Sonne ist jetzt ein bisschen weg, Gott sei Dank. Das heißt, man könnte das eigentlich perfekt sehen. Und ich gucke mir das jetzt gerade nochmal an. Und es ist eine Gewöhnungssache für die Augen. Klar, ne, das Auto hat sich jetzt wieder geändert. Aber es muss auf jeden Fall da was noch gemacht werden, meiner Meinung nach. So, ich zeige euch das mal und sagt mir mal gerne eure Meinung jetzt mal dazu. Im Ganzen bin ich eigentlich sehr zufrieden. Aber von 100% bin ich auf 80%. Also mir fehlt auf jeden Fall irgendwas. Ich habe ja auch das in meinem Kopf, wie ich das ungefähr haben möchte. Deswegen habe ich ja auch mir diesen Diffuser hier bestellt. Und jetzt bevor der ein oder andere, ne, ich weiß, das ist ja Geschmackssache, der ein oder andere wird bestimmt sagen, boah, das sieht scheiße aus, passt nicht, matschig, zu verbastelt, keine Ahnung, ist ja eure Meinung, ne? Nicht jedem gefällt das. Das Gute an der Sache ist, das ist nur der Diffuser. Das heißt, wenn der mir irgendwann mal nicht mal gefallen sollte, kann ich ihn auch direkt wieder umändern. Klar, ist Geld, ist alles Geld, aber man kann es Gott sei Dank ändern. Das ist jetzt keine Heckstoßstange, wo du das alles nochmal neu lackieren musst und du bezahlst da 400-500 Euro, ne? Das ist ein Diffuser. Einen Diffuser kriegst du in der Regel zwischen 100 und 200 Euro. Der hat mich jetzt 180 Euro gekostet. Es gab es nicht in Hochglanz. Ja, das ist ein Seidenmatt, habt ihr ja eben gesehen. Und ich lasse das auch auf jeden Fall so, weil ich bin der Meinung, wenn ich das jetzt in meinen Autofarbe lackiere, wird das verschwinden. Dann sieht man gar nicht mehr das, was man da eigentlich sehen sollte. Die Endrohre sind auf jeden Fall verschwunden, Bruder. Das geht gar nicht. Ich habe sogar das Gefühl, sogar der ist sogar mehr drinnen als meine, die davor, also mit dem Diffuser davor, kam der, sag ich mal, noch gerade noch hier hin. Aber jetzt guck mal von oben.
Der ist verschwunden. So, das werde ich ja sowieso ändern. Die werden auf jeden Fall rauskommen. Ich denke mal, ich bringe die auf jeden Fall ein bisschen hier so raus. Jetzt nicht genau hier hin. Die werden schon ein bisschen abstehen, jetzt auch nicht so krass. Schon so ein bisschen und zwei 90er Rohre auf jeden Fall. Das wären 2x90. Und dann habe ich mir vor, eine neue Anlage zu kaufen. Und ich glaube, dann wird die Optik nochmal ganz anders aussehen. Ne? Wenn ich da jetzt 4-Rohr-Optik habe, wird das schon ganz geil aussehen. Die Endrohre müssen 100% größer, werde ich ja machen. Weil so sieht das, erfüllt das nicht meine Befriedigkeit. Also ich bin nicht befriedigt mit dem gerade. Sieht geil aus, ja, auch von der Seite. Aber da fehlt mir auf jeden Fall irgendwas. Hier von oben sieht die Perspektive auch schon ganz geil aus, ne? Weil man sieht hier, die Kanten kommen halt raus. Und wenn jetzt seine Endrohren auch noch hier ein bisschen rausgucken würden, wird das auf jeden Fall richtig geil aussehen. Ihr habt ja gesehen, liebe Freunde, ne? Mein Diffuser davor, der war einfach rund. Man hat da wirklich, also da war, das Heck war gar nicht kantig oder sowas. Die Passgenauigkeit ist auch perfekt, obwohl das Zubehör ist. Also der passt perfekt rein. Der ist sogar meiner Meinung nach, sitzt der sogar unten viel besser als mein Alter, den ich davor hatte. Ja, bei dem alten, der hat ein bisschen runtergeguckt. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Müsst ihr mal irgendwo mal am Anfang gucken, weil ich die Halterung fürs M-Paket für den Diffuser nicht mitbekommen habe. Und hierzu habe ich ihn jetzt nicht gebraucht. Und der sitzt unten auf jeden Fall viel besser. Der ist gerade. So, Friends, was soll ich euch sagen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir müssen uns jetzt dran gewöhnen. Ich warte jetzt, bis ich die Optik mache, so wie ich die haben will. Das war es dann auch mit dem Video. Falls ihr irgendwas in Zukunft noch sehen wollt, oder ne, schreibt das alles gerne in die Kommentare. Was für Video, was für Content. Schreibt das alles rein. Ich bin ja meistens gerade nur mit meinem Auto beschäftigt. Aber ich will jetzt demnächst auch andere Content liefern. Nicht nur über mich und über mein Auto, sondern ich will auch mal was mit euch machen. Da habe ich auch schon Sachen in meinem Kopf. Ich würde dann ganz schnell und simpel sagen, wir sehen direkt uns wieder im nächsten Video. Bleibt dran, abonniert den Kanal, wenn du das noch nicht abonniert hast. Ja, dann verpasst auch nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Badisch TV hier. Bis dann, Freunde. Ciao.